Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Pokalspiels GWD Minden gegen Frisch auf Göppingen. Wir hatten 365 Zuschauer hier in der Kamperhalle. Der Halbzeitstand betrug 20:13, der Endstand 31:28. Ich darf recht herzlich begrüßen den Trainer von Frisch auf Göppingen, Hartmut Meierhofer, und bitte um dein Statement. Glückwunsch an Frank und GWD. Wir verschlafen die erste Halbzeit. Sind überhaupt nicht da, bekommen 20 Gegentore, das ist einfach deutlich zu viel. Zweite Halbzeit machen wir es viel, viel besser in der Abwehr, gewinnen die 11:15, haben nach 12 Minuten 5 Tore eigentlich schon aufgeholt und haben bei 2 Tore Rückstand 3 sehr, sehr große Chancen, 3 wirklich freie Chancen, um auf 1 zu verkürzen, machen die nicht und dann läuft das Spiel so, wie es dann eben ist. Und am Ende ist es natürlich ein verdienter Sieg für GWD. Vielen Dank dafür. Ich darf recht herzlich beglückwünschen unseren Trainer Frank Carstens, 2. Sieg in 7 Tagen. Dein Statement? Ja, da freuen wir uns. 2 Siege in so kurzer Zeit, das sind wir nicht mehr gewohnt. Das muss man sagen, die Freude ist natürlich groß. Und ich glaube, und erstmal danke für die Glückwünsche, und ich sehe das auch so, das war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr konzentriert verteidigt, damit sehr viele Bälle gewonnen, Konterspiel, erste Halbzeit gewonnen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Göppingen zumindest seine normale Aggressivität nicht an den Tag legen konnte. Das war dann in der zweiten Halbzeit anders. Dementsprechend war dann der Druck natürlich ein bisschen nach ein paar aufgeholten Toren etwas größer für uns und dann wurde es ein bisschen wackelig. Aber gerade die Situation beim 26-24, 10 Minuten lang, 26-24 hat dann eben gezeigt, wie man über Abwehr dann auch so ein Spiel mal wieder stabilisieren kann. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen glücklich, aber ja, vielleicht ein bisschen symptomatisch für dieses Spiel oder beschreiben für dieses Spiel, dass dann Jan Grebens bei gehobenem Arm und letztem Pass den Ball dann da durch diese Riesenmauer durchkriegt oder über diese Mauer durchkriegt ins Tor. Und das war dann, glaube ich, nochmal der letzte moralische Booster, den wir brauchten, um dann das Ende durchzubringen. Also wir sind sehr glücklich und freuen uns sehr über diesen Sieg. Ich glaube, das Team hat es verdient. Vielen Dank. Gibt es Fragen von den Pressevertretern? Der Kopftreffer von Malte Semisch, der musste dann ja raus. Wie geht es ihm da jetzt? Er wurde zwischendurch nochmal gekühlt. War das dann kein Hemmnis mehr offensichtlich? Oder hat das Ende habe ich jetzt nicht verstanden. Er hatte keinen Brummschädel, sonst hätte er ja wahrscheinlich nicht weitergespielt. Ja, den wird er wohl morgen haben, ne? Unter dem Adrenalin. Also das Problem war, dass er nicht mehr sehen konnte. Hatte auf dem Auge dann wohl Verlust des Blickfeldes. Dann hat sich das wieder beruhigt und jetzt wird er aber gleich ins Krankenhaus fahren, um das abzuklären. Denn das sind natürlich immer empfindliche Treffer bzw. empfindliche Verletzungen, wo wir kein Risiko eingehen dürfen jetzt für die nächsten Tage, denn natürlich, so schön wie es ist, hier das Spiel gewonnen zu haben, aber schade, dass es keine Punkte dafür gibt, die hätten wir vielleicht sogar dringender gebraucht. Trotzdem brauchen wir genauso sehr jeden einzelnen Sieg, denn bei uns ist das Wichtigste, dass wir uns für unsere Arbeit belohnen und das haben wir heute getan. Weitere Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Pressekonferenz und wünsche allen eine gute Heimreise und noch einen schönen Abend.